Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu den neuesten Trash-News. Und ja, heute wird es sehr interessant, denn heute Abend um 20.15 Uhr auf RTL 2 startet Kampf der Reality Stars. Und ja, wer hätte es gedacht, die ersten Schlagzeilen sind schon vor der Show da. Keine Sorge, ihr werdet hier keinen Spoiler von mir erfahren, aber dennoch werden wir über eine Schlagzeile sprechen, die für großes Aufsehen sorgt, denn man vermutet, dass zwischen Paul Janke und Antonia Hemmer bereits etwas läuft. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hä, wer sind denn diese Leute? Ich habe gestern einen Kandidatencheck von Kampf der Reality Stars gemacht. Schaut es euch einmal hier an, da verlinke ich euch das Video. Das ist sehr interessant gewesen. Wir haben hier alle Stars, alle 23 Stars, Betra-Stars, Promis, B-Promis, wie ihr sie auch immer nennen wollt, durchleuchtet. Und da war schon die ein oder andere Überraschung dabei. Auch wird in diesem Video thematisiert, worum es geht, was man gewinnen kann, wie die Spielregeln sind. Schaut euch das Video gerne noch einmal an. Ich denke, das wird viele von euch interessieren. Ja, also Paul Janke, der Ex-Bachelor mit Antonia Hemmer, wird da rumschnabuliert. Was ist da los? Das schauen wir uns einmal an. Wir haben so ein paar Fotos von Promi-Flash, die schauen wir uns an. Und dann reden wir da einmal drüber. Da glaube ich, gibt es eine Menge Gesprächspotenzial. Wir schalten mal rüber zu Promi-Flash. Ja, für alle die, die ein bisschen Zweifel an Presseschlagzeilen haben. Ich verlinke euch hier nochmal ein zweites Video von heute Morgen. Da habe ich ein bisschen die Presseschlagzeilen auseinandergenommen, weil einfach ein paar Falschbehauptungen gepostet wurden. So, jetzt aber hier zu Promiflash. Was läuft zwischen Paul Janke und Antonia Hemmer? Ihr seht, der Artikel ist relativ neu, 11. April, also von gestern. Geht da etwa schon mehr zwischen Paul Janke und Antonia Hemmer? Der Influencer suchte im Jahre 2012 bei Der Bachelor nach der Liebe seines Lebens. Dabei wurde er leider nicht fündig. Seitdem ist es um das Liebesleben ziemlich ruhig geworden. Bis jetzt, seit wenigen Wochen, häufen sich die Gerüchte, dass er mit der Ex-Freundin von Patrick Roma anbandeln soll. Immerhin sind die beiden auch schon zusammen im Urlaub. Jetzt verraten Paul und Antonia, was wirklich zwischen ihnen läuft. Zitat Ende. Ja, und hier sehen wir sie noch einmal, Antonia Hemmer, ab heute Abend bei Kampf der Reality Stars auf RTL 2 zu sehen. Und sie soll mit Ex-Bachelor Paul Janke Schwubiloop haben. Wer weiß? Wer weiß es? Ich weiß es nicht. Vielleicht finden wir es hier raus. Wir lesen mal weiter. Wir haben uns bei Kampf der Reality Stars kennengelernt. Seitdem verstehen wir uns super gut, verriet sie gegenüber der Bild-Zeitung. Betonte dabei jedoch, wir sind aber kein Paar. Auch als sie sich während der Dreharbeiten der TV-Show in Thailand befunden haben, sollen sie auch abseits der Kamerazeit miteinander verbracht haben. Darüber hinaus sollen sie danach zusammen auf Mallorca gesehen worden sein. Zitat Ende. Also irgendwie scheint Mallorca wirklich das Eden sein, oder? Die Insel der Freude und die Insel der Skandale. Ich meine, Mallorca kann dafür nichts, dass so viele Sternchen sich dort abseilen. Aber trotzdem, also ich bin immer wieder überrascht, dass alle Wege irgendwie des Trashes auf Mallorca führen. Keine Ahnung, das scheint die Hochburg des Trashes zu sein. Und es tut mir so leid, denn viele, die auf Mallorca wohnen, die wollen das gar nicht so unbedingt. Aber nun gut, hier geht es noch weiter. Wir sehen hier übrigens nochmal Paul Janke und wir sehen hier nochmal einen kleinen Tanz. Die Gerüchte zu der Liebesbeziehung zwischen Antonia und Paul hatten sich zuletzt noch verschärft, als Paul ein Video gemeinsam mit der Influencerin auf Instagram gepostet hatte. Irgendwie wärt ihr echt ein süßes Pärchen, hatte ein verzauberter Fan dazu geschrieben. Und hier sehen wir sie beiden noch einmal tanzen. Glaubt ihr, dass sie beiden wirklich ein Paar sind? Nein, ich denke schon, dass die ihre Beziehung bald öffentlich machen. Ich denke, sie sind wirklich nur befreundet. Das ist meine Vermutung. Jetzt reden wir mal darüber. Oh, aber schaut mal, die Abstimmung ist schon sehr, sehr interessant, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass so viele
dann das doch so vermuten. Aber was passiert hier? Was bekommen hier fleißige Trash-Zuschauer schon wieder mit? Ja, also ich sag euch eins, es ist immer wieder sehr auffällig, dass wenn ein neues TV-Format startet, dann wird es in der Presse bunt oder die bunte Presse berichtet. So kann man das relativ gut sagen. Also kann man jetzt hier die Behauptung oder die Vermutung aufstellen, dass zum Beispiel die Bild-Zeitung hier bewusst Schlagzeilen erfindet, um die Interesse der Sendung hoch zu hypen. Ja, das ist letztendlich jedes Mal so, dass wenn ein neues TV-Format öffentlich besprochen wird und in der Öffentlichkeit erscheint, dass natürlich die Zeitungen online Artikel darüber berichten und dass dann das Internet damit voll ist, um die Zuschauer natürlich vor den Fernseher zu ziehen. Aber es ist für mich schon sehr interessant, nämlich eine andere Sache, dass sowohl Antonia Hemmer als auch Paul Jahnkes Instagram-Account privat ist. Man kann beide aktuell zwar abonnieren, braucht aber eine Erlaubnis, um an Bord des Accounts zu kommen. Das ist sehr, sehr interessant, denn das kennen wir schon von anderen Promis, dass diese Art der medialen Möglichkeit genutzt wird. Warum ist das so? Viele schauen sich die Stories von den vermeintlichen Stars an und wollen ihnen nicht folgen, weil man einfach dann mal was sehen möchte und aber nicht täglich den Nonsens präsentiert haben will. Deswegen gibt es die Möglichkeit, ein Profil privat zu stellen und dann kann der Zuschauer nicht mehr die Story sehen und man muss quasi erstmal dem besagten Menschen folgen, um auf die Story zuzugreifen. Das ist ein immer wiederkehrendes Phänomen, auch bei anderen Promis, die dann wirklich bei einer Schlammschlacht zum Beispiel ihr Profil sehr, sehr schnell privat stellen, einen Moment abwarten und dann es wieder öffentlich machen und alle Anfragen, die in der Zeit denn sich gesammelt haben, werden mit einmal zugelassen und somit generiert man denn dann mit einem Schlag unzählige Follower. Und hier ist es ganz interessant, dass das Gleiche bei Antonia und auch bei Paul Jahnke jetzt schon passiert ist und das ist auch bei ganz vielen Temptation Island Promis auch passiert. Auch da habe ich mir die Instagram-Profile mal angeschaut und fast alle sind auf privat gestellt. Das heißt also, der Zuschauer ist, wenn er mehr von den Promis erfahren möchte, verpflichtet, eine Kontaktanfrage zu stellen, um auf die Story zugreifen zu können. Ja, also wie ich finde, eine sehr interessante Art und Weise mit der medialen Öffentlichkeit umzugehen und ist vielleicht nochmal für den einen oder anderen hier ganz interessant, wenn ich euch das so erzähle, denn es ist immer wieder auffällig. Jetzt muss ich aber auch fairerweise dazu sagen, es war ein Zufall, dass ich bei Paul Jahnke und Antonia nachgeschaut habe, weil ich selber mal gucken wollte, was sie zu der Schlagzeile heute hier gesagt haben. Und da ist es mir einfach nur aufgefallen, dass die besagten Profile privat waren, also auf privat gestellt waren. Wie gesagt, woher weiß man das? Man sieht in der Instagram-Story, so ist das bei mir auch, wenn ich jetzt eine Story hochlade, dann kann ich quasi sehen, wie viele aus meiner eigenen Community meine Story schauen und wie viele externe meine Story schauen. Und klar, wenn ich über mich mehr geredet wird oder auch schlecht geredet wird, ist natürlich die Reichweite der Story sehr viel höher, weil die Leute halt schon schauen und neugierig sind, was ja auch völlig in Ordnung ist. Das einfach nur so als kleine Information von mir. Ich werde mich jetzt verabschieden, bin heute Abend schon sehr gespannt auf Kampf der Reality Stars auf RTL 2. Wenn ihr selber sagt, oh nee, habe ich gar keinen Bock drauf, dann könnt ihr das auch schon vorher bei RTL Plus euch anschauen. Ich selber habe keinen RTL Plus, noch nicht, muss ich dazu sagen. Wenn ihr das habt, könnt ihr schon früher reinschauen. Ich denke mal, morgen werden wir hier die erste Folge auf jeden Fall besprechen, wenn es sich denn lohnt. Deswegen morgen früh hier einschalten, um 8 zum ersten Café. Und das zweite Video, wie immer, denn um 14 Uhr zu Kaffee und Kuchen. Keine Ahnung, dann wird auch Luke wieder mit dabei sein. Ich verabschiede mich jetzt, muss noch ein bisschen weiterarbeiten. Freue mich aber, wenn wir uns morgen wiedersehen. Heute Abend wünsche ich euch vom Herzen ganz, ganz viel Spaß beim Kampf der Reality Stars. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt.